Grüß euch, ihr Lieben, in Melinas Gemüseparadies. Ja, es ist jetzt gut 4 Wochen her, dass ich meine Chilis und Peperonis ausgesät habe. Und seitdem hat sich schon einiges getan. Sie sind jetzt mittlerweile schon so groß geworden, dass ich sie pikieren kann. Und da würde ich euch jetzt ganz gerne mitnehmen. Los geht's! Da sind sie, die vorgezogenen Chili- und Peperoni-Pflanzen. Da könnt ihr jetzt hier zum Beispiel gut sehen. Geh mal hier an die Pflanze an der Ecke. Die hat hier ihre Keimblätter. Und nach den Keimblättern hat sie jetzt schon da die ersten Laubblätter entwickelt. Und das ist einfach der Zeitpunkt, dass man sie pikiert, weil wie ihr seht, ist diese kleine Anzuchtschale jetzt schon ziemlich voll. Und in dem Stadium oder ab diesem Stadium nehmen sie sich dann einfach dadurch, dass sie ja immer dichter wachsen, einfach gegenseitig das Licht und natürlich auch die Nährstoffe aus der Erde. Daher bekommt jetzt jede Pflanze ihr eigenes Töpfchen und dann kann sie darin gut weiter wachsen. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Als erstes fülle ich mir jetzt hier in meinen Topf erstmal wieder von meinem gut abgelagerten und ausgereiften Kompost. So, dann nehme ich mir mein Gefäß mit den Chili-Pflanzen. Und da müssen wir jetzt wirklich gucken, dass wir die Chilis gut von unten rausheben und schön die Wurzeln mitnehmen. Gehe ich jetzt mal einfach mit einem ganz normalen Löffel her und fahre hier vorsichtig am Rand rein. Da haben wir jetzt zuerst unsere Peperoni, die Sorte Artist. So, sagt schön bis unten rein. Und nehmen wir mal hier die ersten paar Pflänzchen raus und stelle das Gefäß erstmal zur Seite. So, da sind auch schon schöne Wurzeln ausgebildet. Dann schaue ich mal, dass ich mir ganz vorsichtig hier die erste Pflanze raustrenne. Am besten auch noch schön hier mit einem kleinen Wurzel- und Erdballen, soweit es möglich ist. Genau. Den Rest lege ich hier einmal zur Seite. So, dann nehme ich mir wieder mein Töpfchen her. Mache hier erstmal einfach ein Loch rein in der Mitte mit dem Finger. Und bei den Chilis müsst ihr jetzt einfach beachten, dass ihr die tiefer in die Erde reinsetzt, als sie jetzt vorher in der Anzuchtschale gesessen haben. Am besten wirklich bis kurz unter diese Keimblätter, weil die dann einfach hier am Stiel, am Schaft noch weitere Wurzeln ausbilden und einfach kräftiger anwurzeln und dann sich auch eine kräftigere Pflanze bilden kann. Dann schaut auch immer drauf, dass ihr die Chili möglichst einfach an den Blättern nehmt. Dann könnt ihr am Stiel schon nichts verletzen. Weil selbst, das sollte natürlich auch nicht passieren, aber selbst wenn ihr an einem Blatt was verletzt, die Blätter wachsen nach. Der Stiel, den gibt es nur einmal und das wäre nicht so gut, wenn der abbricht oder, ja, wie gesagt, verletzt wird. So, dann setzt ihr die Chili-Pflanze hier ins Loch rein, schiebt die Erde ein bisschen bei. So, wie gesagt, ich habe das jetzt hier, könnt ihr sehen, bis knapp unter die Keimblätter in die Erde gesetzt. Dann drückt ihr das Ganze einfach noch ein bisschen an, dass es stabiler sitzt. So. Wunderbar, dann haben wir hier unsere erste Chili-Pflanze umgetopft. Ganz wichtig, angießen nicht vergessen,
Und dann kommt sie wieder ab ins Helle und ja, weiter bei ihren gewohnten 15 bis 20 Grad, dass sie dann hoffentlich zu einer schönen und starken Chili-Pflanze oder in dem Fall Peperoni-Pflanze heranwächst. So gehe ich jetzt einfach noch mit den anderen Pflanzen weiter vor. Hier seht ihr jetzt die fertig umgetopften Peperonis. Beim Angießen achtet ihr bitte darauf, dass ihr die Blätter nicht nass macht. Also ihr gießt dann einfach hier neben in den Topf rein. Das kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Und ganz wichtig, beschriftet euch wirklich eure Töpfchen, dass ihr dann zum Schluss auch noch wisst, was ihr da alles eingepflanzt habt. Hier habe ich jetzt wieder meine Kindergießkanne und habe dieses Mal vorne die Brause abgemacht. Und dann gehe ich her und gieße die Pflänzchen einfach vorsichtig an. Wie gesagt, möglichst ohne die Blätter nass zu machen. Ja, den Schritt hätten wir jetzt auch wieder geschafft. Ich hoffe sehr, das hat euch weitergeholfen. Wenn ihr wissen möchtet, welche Sorten ich da ausgesät habe, wann ich das gemacht habe, dann schaut doch gerade nochmal hier oben rein, da verlinke ich euch mal das Video mit der Aussaat. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Aktiviert einfach die Glocke, dass ihr keine weiteren Videos verpasst. Und natürlich würde ich mich über ein Däumchen nach oben und ein Abo freuen. Dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal, eure Melina.